Guten Morgen, ich bin gerade aus der Dusche gekommen, habe mir gerade meine Haare geföhnt. Es ist schon, ich glaube, Viertel nach eins. Ich wollte mich jetzt nochmal schnell schminken. Also ich habe nichts Besonderes vor, aber jetzt habe ich heute hab ich irgendwie mal Lust dazu, meine Augen zu schminken. Deswegen gucke ich mal hier oben in den Spiegel, weil der Spiegel ist quasi über euch. Ja, heute ist noch nicht so viel passiert. Ich habe die Kinder ganz normal in meinen Kindergarten gebracht. Wie immer, eigentlich so der ganz normale Wahnsinn, der ganz normale Alltag. Dann habe ich ein bisschen Bürokram gemacht für mich, diesmal nicht für meine Mama, sondern für mich. Bei mir fällt ja auch mal, also allgemein fällt ja bei jedem immer viel Bürokram an. Das ist halt die Bürokratie heutzutage in Deutschland. Aber ich mache die eigentlich ganz gerne, die Büroarbeit. Aber irgendwie geht die Zeit so schnell da vorüber. Und ja, jetzt ist es schon wieder Viertel nach eins. Ich hole jetzt gleich die beiden Mäuse ab. Also Ben kann ich ja erst ab 14 Uhr abholen, deswegen und Mia bis 14 Uhr. Das heißt, ich fahre immer eigentlich so um Viertel vor zwei hier los, dass ich dann um, keine Ahnung, 10 vor zwei Mia hole. Und also bis ich sie dann angezogen habe und so, bis sie fertig sind, ist es nämlich schon wieder kurz vor zwei und dann gehen wir schnell rüber zur Krippe. Ist nämlich echt cool, dass die beiden, also Krippe und Kindergarten quasi in einer Straße liegen. Ich parke immer in der Mitte und dann habe ich immer ganz viel Glück. So, ich schminke mich nur ganz kurz zu Ende, weil ich kann mich einfach nicht konzentrieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und fertig bin ich eigentlich schon. Ich habe eigentlich wirklich nur meine Wimpern geschminkt. Oben und unten. Unten finde ich immer so komisch, die zu schminken. Seht ihr das? Das sieht so komisch aus. Jetzt muss ich mich noch einmal eincremen. Wo ist meine Creme? Hier hinten. Jetzt creme ich noch mal mein Gesicht ein. Und das ist diese coole Creme von Kati. Kati at Home hat mir diese Creme geschenkt. In einem Tauschpaket. Ich habe sie auch schon sehr viel benutzt und die ist richtig cool. Die riecht so gut. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe noch so eine andere, habe ich euch mal gezeigt. Hier von Yves Rocher. Die ist auch okay, aber die hier finde ich besser. Und gerade, ich habe mich vorhin schon mal eingecremt. Ich muss mich nämlich immer sofort nach dem Duschen und so eincremen. Aber ja, hier sind immer meine Stellen total trocken. Ich habe irgendwie anscheinend Mischhaut. Mal ist sie zu fettig, mal zu trocken. Keine Ahnung. Ja, und jetzt nehme ich euch mal mit. Oh, mein Wecker klingelt. Schließen. Jetzt ist es genau für den Ach. Hier sieht es katastrophal aus, wie immer. Ich weiß nicht, stört euch das eigentlich, wenn es bei mir unaufgeräumt ist? Ich glaube, bei den meisten ist es doch nicht immer 100% aufgeräumt. Hier liegt ganz viel Wäsche. Kinderzimmer. Okay, das geht noch. Das haben wir gestern Abend eigentlich aufgeräumt. Dieses ganze Chaos hier ist heute Morgen entstanden. Und jetzt gehen wir mal hoch. Da habe ich nämlich noch gar nicht wirklich aufgeräumt. Ich habe weder das Bett gemacht, noch die Küche aufgeräumt, weil ich einfach gleich nach dem Kindergarten quasi hier in mein Büro gegangen bin. Und deswegen, auch Sheila ist auch noch oben, habe ich gar nicht mehr gehört. Habe ich ganz vergessen. Ich habe meinen eigenen Hund vergessen. Ne? Ja, da ist die Sheila. Ja, und mein Bett ist jedenfalls nicht gemacht. Was liegt denn da? Das Bett muss ich jetzt jedenfalls gleich noch machen, weil ich habe euch ja schon mal gesagt, es sieht einfach viel schöner aus, wenn das Bett hier einfach schön ist und nicht so wuschelig und Kraut und Rüben. Und dann geht der normale Alltag los. Was mache ich zum Mittagessen? Ich weiß es nicht. Also, Leute, ich weiß nicht, was ich zum Mittagessen machen soll. Ich weiß es nie. Einerseits koche ich so immer meine Standardsachen, mal Spaghetti Bolognese, mal Nudeln mit irgendwas anderem. Mal Kartoffeln mit Schnitzel, mal Nudelsalat. Dann kriege ich so Kommentare wie voll ungesund. Ja, natürlich, ich koche nicht gesund. Aber ich habe dann so mal so überlegt, ja, okay, dann koche ich morgen was Gesundes. Und dann stehe ich hier so und denke mir so, ja, ich kann gar nichts Gesundes kochen. Was ist denn gesund? Was ist gesund? Meine Mutter macht zum Beispiel gerade so eine Diät, Atkins-Diät. Und das ist halt so eine ketogene Diät. Darf sie gar keine Kohlenhydrate essen oder so gut wie keine. Ich glaube, 80 Gramm pro Tag ist. Das ist das Höchste, was sie essen darf. Und das ist wirklich wenig. Und dann isst sie quasi nur Fleisch. Eigentlich nur Fleisch. Je fettiger, desto besser. Also, keine Ahnung. Sie isst nur so eine Scheiße Bauchfleisch und so. Und das wirkt auch. Aber das ist nicht so meins. Ich esse halt schon gerne Kohlenhydrate und Kartoffeln und so. Aber ich weiß echt nicht. Anscheinend weiß ich nicht, was gesund ist oder ich kann einfach nicht gesund kochen. Egal, was ich koche, ich mache immer noch Sahne mit rein oder ich esse Kräuterbutter dazu. Das ist total scheiße. Und mir fehlen halt wirklich so die Ideen. Zum Beispiel ein Salat. Da mache ich aber Salatdressing dazu. Und das ist halt auch nicht gut. Und
Also ich will ja gar nicht, ich will jetzt gar nicht schnüren, ich will jetzt auch nicht wieder das Thema Abnehmen so im Vordergrund stellen. Abnehmen ist mir, eigentlich ist mir scheißegal. Guck mal, ich habe einen dicken Bauch. Ja, ist mir auch scheißegal. Ich sehe aus, als ob ich schwanger bin. Die Leute fragen mich im wievielten Monat, ob es Zwillinge werden oder so. Nein, ich bin nicht schwanger, ich bin einfach nur dick und esse gerne. Aber ja, manchmal würde ich mir schon, manchmal habe ich so Lust, heute ernähre ich mich mal gesund. Dann gucke ich in den Kühlschrank und denke mir so, was ist eigentlich gesund? Ich kann euch ja mal meinen Kühlschrank zeigen, da ist nichts Gesundes. Also da sind schon gesunde Sachen drin, aber die esse ich halt nie so in Kombination irgendwie. Zum Beispiel hier unten habe ich ganz viel Gemüse drin. Aber zum Beispiel Paprika esse ich dann mit in so einem Bohnensalat zum Beispiel. Die Gurken esse ich mit so einem Joghurt-Dressing. Ja, dann meine Mezzomix, meine Cola Light. Heute habe ich ein paar Frikadellen gegessen. Guck mal, Frikadellenbällchen. Die schmecken einfach geil. Ach, ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir zum Beispiel gestern Hähnchenbrustfilet gekauft. Hähnchenbrustfilet. Und das würde ich gerne braten. Hähnchenbrustfilet ist gesund, das weiß ich. Aber so die Kombination, wenn ich dazu natürlich Nudelsalat esse, dann ist es nicht mehr gesund. Und ja, ich brauche einfach Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Sagt mir mal ein paar gesunde Rezepte. Schreibt die mal unten hin. Aber das Ding ist, ich mag auch nicht alles. Ich muss auch irgendwas austauschen können. Wenn jetzt irgendwas so. Ich mag ja keinen Quark und sowas, ne? Ja, schreibt mir einfach mal ein paar gesunde Rezepte unten hin. Vielleicht habe ich ja Lust und mache die mal nach oder so. Ab und zu mal. Muss ja jetzt nicht jeden Tag sein. Ich will jetzt hier nicht weg von meiner Pizza oder so. Aber so, wenn ich jetzt überlege, ich mache immer nur Pizza, Nudeln, Pommes, Schnitzel. Also es ist irgendwie alles ungesund. Ich gucke mir auch manchmal so vegane Kanäle an, ne? Und da meinten sie, ja, da kannst du so von so viel essen, wie du willst und mach mal dies. Und dann denke ich mir so, oh, das Essen sieht so. Also es sieht teilweise lecker aus, teilweise sieht es eklig aus, also teils, teils. Aber ich denke mir einfach so, mir muss doch irgendwas fehlen. Also ich werde davon, glaube ich, nicht satt. So, also satt schon vom eigentlichen Sinn, aber ich werde davon nicht befriedigt. Das ist, finde ich, nochmal ein Unterschied. Zum Beispiel, jetzt habe ich keinen Hunger, aber ich habe so Lust, Bock, Appetit. Das ist alles schwierig. Ja, ich will euch jetzt nicht lange nerven. Ich mache mal das Bett, dann mache ich noch mal kurz die Küche, wenn ich das noch schaffe, und dann hole ich jetzt mal die Kids ab und dann schauen wir weiter. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal: get me off of your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made, it all seems real now that I'm not afraid. And we really got them, yeah, we sure did ride it out. Cause we have each other, that's what it's all about. I was no good, they said, you could do much better. Less longer than them
So, Küche ist geputzt. Ein kleiner Snack für die Kinder ist da. Ich habe den nämlich gerade aus dem Kindergarten abgeholt. Ich weiß nicht, Mia ist hier so rumgelaufen einmal. Mal gucken, ob ich das jetzt mit euch zusammen runterkriege. Also Ben hat ganz normal Leitungswasser und einen Schuss Multivitaminsaft. Und Mia hat einen Schuss Multi mit Sprudelwasser. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt irgendwie... Ich glaube, ich mache hier auf jeden Fall mal den Deckel drauf. Sonst fällt mir das Ganze runter. Genau. Die spielen nämlich unten die Kinder ganz schön. Aber Ben hat eigentlich immer sehr großen Hunger nach dem Kindergarten oder nach der Krippe. Und Mia kann eigentlich auch immer essen. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier so alles runter transportiere. Genau, Ben nölt gerade unten. Bei mir ihn, glaube ich, irgendwas mit ihm macht. Keine Ahnung, einsperrt oder so. Man weiß es nicht. Ich bringe den Kindern das jetzt erstmal runter. Ich habe gerade gesehen, dass mein Akku leer ist. Warum ist der leer? Verstehe ich nicht. Mia, machst du mir mal die Tür auf? Mia? Ach, da bist du. Hey. Gerade, wo ist mein Kind? So, ich krieg doch sonst die Tür nicht auf. Ja, hallo Ben. Ich stell das mal hier hin. So. Bitte, Mami. Bitte, Mami. Genau, wir machen jetzt was zu essen. Hier eine kleine Brotzeit. Ohne Brot. Guck mal, Ben. Ben. Mama, wir spielen Kindergarten. Guck. Kindergarten muss man erstmal nicht. Im Kindergarten darf man auch was. Mia, lässt du ihn bitte auch was essen? Ein Apfel. Oh. Mia, was möchtest du essen? Das ist voll. Ist auch der Deckel abgegangen, ne? Ist egal. Gut. Also, die spielen jetzt Kindergarten. Ich bin abgeschrieben. Ich werde erstmal mein Handy anstöpseln, weil Akku leer ist. Und da müssen wir uns auch bald fertig machen. Obwohl, warte mal, um 16.30 Uhr ungefähr müssen wir los. Ja, noch anderthalb Stunden, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber heute ist wieder Turn angesagt. So, ihr könnt mich gar nicht sehen. Ich habe Mia jetzt gerade zum Kinderturnen gebracht. Es ist jetzt schon 17 Uhr und es ist schon so dunkel. Krass, oder? Ich gehe jetzt schnell zu Rossmann, kaufe ein bisschen was ein und dann holt Koya mir ab und Ben ist gerade bei meiner Mama. Fällt euch irgendwas an mir auf? Und irgendwas an mir? Was haben wir geändert, Mia? Braun. Was haben wir gemacht? Bei dir ist es braun, bei mir nicht. Braun. Wir haben uns was auf die Lippen gemacht. Wo ist denn das? Ich habe eben gerade ein Video von Katrin gesehen und da hat sie so Lippenstift ausprobiert und ich benutze ja nie Lippenstift, wirklich nie. Aber ich habe hier so einen Lip Liner. Und den habe ich mal einfach mal auf meine ganzen Lippen drauf gemacht. Kann ich auch mal Mama? Nee, das ist nur Mama. So. Das hatte ich nämlich mal ein. Auf jeden Fall benutze ich sowas ja total selten. Sieht auch hier viel intensiver aus, das war Mias Gitarre, viel intensiver aus als quasi hier auf meinem Spiegel. Ich finde, da sieht es so aus, als ob nichts wäre. Ich frag mal kurz. Liebling, mach mal Fernseh leise, bitte. Findest du, man sieht irgendwas? Ja, ich meinte ganz leise. Du musst dich auch expliziter ausdrücken. Ich habe nicht, mach mal leiser, ich habe leise gesagt. Ja, das Lippenstift. Mal. Und wie sieht aus? Wie eine Tussi. Nee, will ich nicht. Aber ich will dich auch nicht küssen, wenn du keinen Lippenstift drauf hast. Küss mich. Morgen vielleicht. Also ich finde, wie findest du, sieht der jetzt aus? Jetzt mal ehrlich. Dezent gut. Dezent gut. Das ist ja auch keine Barbie. Den Liebling jetzt schon mal Ben? Nee, der will noch einen Moment da sitzen. Komm, machst du dich bitte? Ja, mach. Ja, also Koya ist auch zufriedener mit mir. Geh mal von meinem Stuhl runter, da von der Lehne bitte. Ich wollte aber mit sitzen. Nee, aber die bricht uns ab und setzt sich auf meinen Schoß. Komm. Wie warst du in meinem Sport? Gut. Yes, yes. Zeig mal dein T-Shirt. Das habe ich ja gekauft. Das habt ihr im Hall gesehen, ne? Guck mal. Hier. Jetzt ist ein Einhorn, ne? Und jetzt guck mal hier. Teddybär. Ich meine. Ein Panda-Bär. Ja, ein Panda-Bär. Guck, da seht ihr noch Katrins Video. Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber sie hat einfach die ganze Zeit mit irgendwas an ihrem Lippen rumgemacht. Da musste ich einfach einschalten. Warte, was? Guck mal, ich habe jetzt Teddybär und Einhorn. Ja. Ich meinte nicht einschalten, da musste ich einfach auch was auf meine Lippen machen. Und
Ja, soll ich öfter mal was mit meinen Lippen machen? Also ich muss mich auch mal wieder besser schminken. Ich habe mir auch vorhin einen Nagellack gekauft. Den werde ich euch gleich noch zeigen, wenn die Kinder wahrscheinlich im Bett sind. Ne? Ja, ich wollte auch Nagellack. No. Ach, du wolltest auch Nagellack? Nein. Wieso nein? Verboten. Noch klar. Naja, böser, richtig böser Papa. Richtig böser Papa. Ich hol, Ach, Papa ist böse? Ich ja. hole einfach erstmal die Sachen hoch und dann schauen wir mal. Ne? Und dann kriegt man keine Überraschung. Ich will Überraschung. Was gibt's denn für eine Überraschung? Weiß ich nicht. So, ich hole erstmal die Sachen raus, die ich gerade bei Rossmann geholt habe und dann zeige ich euch meinen neuen Nagellack. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Ich habe einmal von Baby Dream die Windeln gekauft und wer die kennt, der sieht das jetzt auch, dass das Design irgendwie anders ist. Das war vorher so ganz knallrot, so keine Ahnung, so wie hier und ist jetzt eher so rosa. Es ist trotzdem noch Größe 4, immer noch 33 Stück, immer noch die gleiche Zahl. Das Einzige, was anders ist, Schnelltrockensystem. Leitungskanäle verteilen die Feuchtigkeit blitzschnell. Das kenne ich sonst nur von Pampers, so aus der Werbung. Also keine Ahnung, ob das jetzt besser ist. Hier steht ja auch, dass es neu ist. Und ich bin gespannt, wie die Windeln sind von Baby Dream. Viele schwören ja drauf. Ich habe sie jetzt einfach nur mitgenommen, weil ich bei Rossmann war. Dann habe ich mir nochmal hier so ein Dings für Taschentücher mitgenommen. Da seht ihr auch schon eins, aber das sollte hier jetzt bleiben an meinem Schreibtisch. Und das kommt jetzt bei uns auf den Nachtschrank, weil wir haben uns das immer geteilt sonst. Dann war das hier im Angebot. Und zwar hat das uns 1,79 gekostet und war jetzt für 99 Cent im Angebot. Und das riecht richtig geil. Das riecht richtig nach Orange. Das ist auch eine Limited Edition. Und das ist auch ein Peeling. Ne? Das ist sweet and salty. Das sind wahrscheinlich so Salzkristalle. Auch für mich. Ja, du darfst das auch mal benutzen. Dann habe ich hier meinen Nagellack. Und der sieht jetzt hier irgendwie knalliger aus, als er, glaube ich, ist. Also der ist eigentlich etwas dunkler und nicht so ganz so knallig. Und den will ich mir mal drauf lackieren. Mal gucken, ob der... Du auch. Schauen wir mal, ne? Ob wir das machen. Das habe ich euch schon gezeigt. Achso, dann habe ich hier Gedankenreise. Das ist auch von Isana. Das ist neu. Das roch auch ganz gut. Und es hat halt nur 1,19 Euro gekostet. Und deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen. Und natürlich die Kindermilch. Und bezahlt habe ich 13,44 Euro. Und weißt du was? Das ist für Baden, das kann man dann in der Badewanne so ein bisschen machen und dann zumachen und dann so mischen und dann wird's pink. Genau. Und klingt gut. Genau. So, die Mia durfte jetzt Nagellack haben. Ich habe ihr das ein bisschen drauf gemacht, auch wenn Koya dann jetzt nicht so hundertprozentig von überzeugt ist. Aber, was ich euch jetzt nochmal zeigen wollte, ich habe hier vorhin mit euch zusammen aufgeräumt, ne? Die Küche. Schaut sie euch an. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Also okay, das hier, das hatte ich vorhin noch hier hingepackt, weil der Geschirrspüler voll war. Ich kann jetzt schon wieder aufräumen, das zeige ich euch diesmal nicht. Ich will euch ja nicht langweilen mit meinem ganzen Küche aufräumen, aber weiß ich nicht. Ich finde immer, alles ist in meiner Küche. Und hier will ich jetzt gleich auch nochmal saugen und einmal kurz drüber wischen. Jedenfalls die Ecke hier am Tisch, weil Ben wieder ein bisschen geschmiert hat. Und ich glaube, Ben liegt schon im Bett. Koya ist gerade mit ihm runtergegangen. Mia ist ganz kurz bei Omi und Oppi, weil sie möchte ja die Fingernägel zeigen. Ich werde mal nachher wahrscheinlich lackieren, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich denke dran. Manchmal habe ich auch keinen Bock und so. Aber ich finde, sie sehen richtig, die Farbe sieht richtig, richtig schön aus. Ich werde sie nachher auch nochmal bei Mia zeigen. Ich hoffe, ich denke dran. Aber jetzt wird erstmal ein Video hier ausgesucht bei YouTube und dann fange ich an mit dem Ausräumen des Geschirrspülers. Und dann wieder einräumen und aufräumen und ihr wisst, wie es ist. Endet nie. So Leute, wir haben es jetzt 22.02 Uhr. Ich habe gerade eben League of Legends gezockt und das war richtig scheiße. Also heute habe ich es irgendwie nicht hingekriegt. Keine Ahnung, woran es lag. Hat zwar Spaß gemacht, aber ja, keine Ahnung. Ich habe geloost. Ich habe gerade eben noch einen Kommentar bekommen bei Instagram, weil ich habe euch ja gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt, die ich beantworten kann. Und da habe ich von 25.Nutella die Frage bekommen, wie lange ich denn brauche für meine Videos, die zu schneiden. Und ja, also ich brauche so ungefähr im Durchschnitt eine halbe Stunde, kann man so sagen, weil meine Vlogs sind ja so zwischen, weiß ich nicht, 15 und 20 Minuten lang. Manche sind sie auch nur 10 Minuten lang, dann geht es natürlich noch schneller. Aber ja, ich würde sagen, eine halbe Stunde so im Durchschnitt. Aber ich habe mich heute bei Epidemic Sounds angemeldet. Da gibt es so einen kostenlose 30 Tage Testphase quasi.
Wer das nicht kennt, Epidemic Sounds ist quasi so ein Portal, wo man sich anmelden kann und eigentlich auch Geld bezahlen muss. Ich glaube, 13 Euro ist das pro Monat. Und dann kann man die Musik von Epidemic Sounds benutzen. Und das ist halt viel coolere Musik als bei YouTube so an sich. Und deswegen möchte ich das mal testen, wie das so ist. Und wir dann quasi auf verschiedene Szenen so mit Musik hinterlegen. Mal gucken, wie das so ankommt. Könnt ihr mir dann auf jeden Fall Feedback geben. Vielleicht habe ich das heute schon gemacht. Genau, ich habe heute so eine Szene gemacht, wo ich aufgeräumt habe. Da wollte ich das eigentlich machen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall will ich das ausprobieren. Und dann weiß ich nicht, ob es dann länger dauert. Weil ich müsste ja dann immer, wenn ich sowas habe, mir so ein paar Szenen raussuchen, die ich mit Musik wo spielen kann. Und auch die passende Musik finde ich, wenn ich irgendwie Weihnachtsmusik für einen Sommerurlaub machen. Deswegen könnte es sein, dass es dann ein bisschen länger dauert. Aber so im Prinzip brauche ich eine halbe Stunde. Ja, ich beende jetzt das Video. Wir sehen uns morgen wieder. Nee, frag nochmal eine Sache. Was soll ich denn fragen? Koya sagt, ich soll euch mal fragen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, weil Koya so weit weg ist. Koya sagt, ich soll euch mal fragen, welches war das erste Video, was ihr von mir geguckt habt? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. So, jetzt mache ich aber wirklich Schluss. 7 Minuten, tschüss.